Unterwegs als Regionalexpress um 7:05 Uhr. Wir stehen in Luzern auf der Strecke Luzern-Sursee von Rivet Games und starten. Und zwar sitzen wir hier im Flirt 1, im Flirt der ersten Generation. Hier ist ein bisschen was los im Bahnhof. Wir geben die Türen erstmal auf der rechten Seite frei. Dazu mal den Fahrtrichtungswender. Schon mal den Vorwärts, nee, gar nicht. Erstmal den Generalschlüssel freistellen, Vorwärtsfahrt auswählen, Türen rechts aufmachen. Während die Fahrgäste ein- und aussteigen und wir schon längst hätten losfahren müssen, schalten wir uns mal die Sicherungssysteme an. Das gegen wo noch gleich? Level 1 werde ich nicht anmachen, weil ich glaube, nach wie vor ist das ETCS, das European Train Control System, hier auf der Strecke so ein bisschen verbuggt. Dementsprechend werde ich nicht Level 1 einschalten. Wir fahren nach Sursee. Das heißt also, wir können auch hier auf RE nach Sursee schildern. Dann einmal Bremsen gelöst. Und auf geht's. So, das Licht im Fahrgastraum ist schon an. Da kommt noch einer entgegen. Signal ist grün. Auch das Vorsignal hier ist grün. Hier vorbei an dem Depot. Und einmal über die Weiche. Und auch da sehen wir, das Signal hier ist grün. Ab hier sind dann für uns 80 freigegeben. Natürlich erst, wenn unser kompletter Zugverband drüber ist. Was in etwa jetzt der Fall sein dürfte, genau. Dann können wir einmal hier praktisch den Geschwindigkeitswähler hochstellen. So, 80. Dann halten wir als nächstes in Emmenbrücke in 3 Kilometern. Machen wir uns das Führerstandslicht noch an. Auch wenn es nicht so viel bringt. Und ab hier dürfen wir dann sogar 85 fahren. Hier einer meiner Lieblingsstellen, muss ich sagen. Also ich muss sagen, die Strecke gefällt mir. Ich finde die Strecke schön. Das Zugsicherungssystem ist bisher immer noch schlecht implementiert, aber die Strecke gefällt mir und der Zug definitiv auch. So, noch 1,6 Kilometer. Leistungsregler schon mal auf 0 gestellt.
Also hier ist in Realität definitiv ein Zaun, ne? Der ist auch gerade hier ordentlich aufs Gras drauf gefahren. Gefährlich, gefährlich. So, ich fange mal langsam an zu bremsen. Einmal über den Fluss. Gut, wir haben ein bisschen sehr früh gebremst. Ah, Verspätung haben wir noch nicht ganz. Ja, so minimale Verspätung von ein paar Sekunden. So. Und dann muss hier angehalten werden. Emmenbrücke. Also, wenn das nicht mal ein guter Halt war, dann weiß ich auch nicht. Türen links auf. Da muss ich mich jetzt einmal selbst loben. Das war doch ein geschmeidiger Halt. Oh, hier ist ein Poster. Das muss ich ganz kurz platzieren. Sehr schön. Okay, 2,9 Kilometer, dann halten wir an Rottenburg und ab hier dürfen wir dann 90 fahren. Also einmal den V-Sollsteller hoch. Zack. Und wir beschleunigen auch direkt. Hier, das ist der Haltepunkt, ich glaube auch Emmenbrücke und dann irgendwas. Ja, sag. Hier aufs freie Feld hinaus. Einmal hier hornen. Einmal Grüezi sagen. Oh, mein Schweizerdeutsch ist. Ich versuche es gar nicht erst. Ich glaube, das ist nicht so gut. Da würden sich die Menschen, die tendenziell eher so im Süden wohnen, nicht darüber freuen, wenn ich jetzt anfangen würde, einen ganz, ganz schlechten Schweizerdeutsch-Dialekt einfließen zu lassen. Da kann ich den Österreicher schon besser, muss ich sagen, als Schweiz. Was ist das? Aha. So, 1,8 Kilometer noch. Ich nehme schon mal die Leistung zurück. Aber ein bisschen zu früh. Hier noch ein Industriegleisanschluss.
So, jetzt die Leistung zurück. Also ich würde behaupten, hier solche Häuser sind aus, zum Beispiel aus der Arosa-Bahn einfach praktisch mit übernommen worden und dann eventuell aber nochmal umtexturiert und so, dass das Ganze auch ein bisschen bunter ist und nicht nur diesen reinen Holzoptikstil hat, der ja auch zugegebenermaßen sehr schön aussieht. So, Rottenburg in einem Kilometer. Kennt ihn jemand, den Kannibalen von Rottenburg? Rottenburg, ob der Tauber, glaube ich. Der Kannibale von Rottenburg. Also wer sich für True Crime interessiert, der kann ja mal so ein bisschen recherchieren und sich dann vielleicht einen Podcast oder sowas dazu anhören. Ich glaube, der Mordlust-Podcast hat sich mal damit beschäftigt, wer da Interesse hat. Aber Triggerwarnung, es ist nichts für schwache Nerven. Gehen Sie weg. Danke. So, und anhalten. Da ist eine Streckenkarte. Das heißt... So, lassen Sie mich raus, ich bin Lokführer. Jawohl. Sehr gut. Noch was? Da. Sehr schön. Also eigentlich sind mir ja diese Collectibles ziemlich egal, aber irgendwie finde ich es trotzdem ganz lustig, wenn man mal aussteigt, sich da doch darum zu kümmern. Ach ja, ich habe ganz vergessen, wir sind ja hier in der Schweiz. Hier gehört es ja zum guten Umgangston, pünktlich zu sein. Das ist ja nicht so wie in Deutschland. Ich muss mich da mehr dran halten. Wir sind immerhin schon, ich glaube, wir haben insgesamt so eine Verspätung von 20 bis 30 Sekunden. Das geht ja mal gar nicht. So, Leistungsregler hoch auf die 120. Und einmal Vollstoff. Wenn dieses Video hier rauskommt, dann dürfte, ich überlege gerade ganz kurz, der Release von der Dampflokstrecke dürfte da eigentlich nicht mehr viel Zeit dazwischen sein. Also entweder ist das an dem Tag, an dem jetzt das Video jetzt hier rauskommt, oder am Tag oder morgen dann praktisch. Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wann dieses Video veröffentlicht wird. Aber fern ist es nicht mehr und ich freue mich in extremster Form schon drauf, auch wenn, wie gesagt, so britische Dampfloks und so, britische Eisenbahn insgesamt, für mich persönlich jetzt nicht das Interessanteste auf der Welt ist. Ich finde es doch prinzipiell cool, mal was Neues jetzt im TSW zu haben. Ist zwar, wie gesagt, dann nichts Deutsches, aber ja gut, man kann ja auch mal sich so ein bisschen umorientieren, so ein bisschen mal über den eigenen Horizont hinaus, mal gucken, was es sonst noch so gibt, links und rechts. Und mal einfach mal ausprobieren. Und es wird auch prinzipiell für mich sowieso das allererste Mal sein, dass ich in irgendeinem Simulator tatsächlich eine richtige Dampflok versuche zu fahren. Und das wird eine, ich wollte gerade sagen, eine Qual, aber nein, es wird natürlich ein Spaß. Aber so viel dazu. Wir konzentrieren uns hier weiterhin auf das Schweizer Dilemma hier. Das Dilemma besteht darin, dass ich natürlich versuchen möchte, meinen Fahrgästen ein angenehmes Reisegefühl zu geben. In gleichem Maße jedoch muss ich gucken, dass ich halt nicht verspätet bin. Also mal gucken, wann die erste Vollbremsung folgen wird. Jetzt haben wir noch 1,5 Kilometer.
bis wir in Sempach Neunkirch halten. Huch, da war ein Bahnübergang. Zu spät gehornt. Upsi. So, jetzt aber mal Anker werfen. So. Da, oh, das ist schön hier, dieser Balkon. Gucken wir uns gleich nochmal an. Wofür ist dieses Signal? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Oh, bremsen. Bremsen. Mehr bremsen. Ach, das geht doch noch. Das geht doch noch, meine Damen und Herren. Im vorderen Zugteil müssen Sie eventuell springen. Wir entschuldigen diese Unannehmlichkeit. So, ich wollte mir hier irgendwas angucken. Was wollte ich mir denn angucken? Hier diesen Balkon. Den fand ich ganz schön. Ich kann hier nicht rein. Schade. Aber schön hier so ein Balkon mit Aussicht auf Eisenbahntrasse. Warum auch nicht? So, da hinten stehen wir und dürfen auch schon weiter. Gucken wir uns noch ganz kurz hier um. Also sonst gibt es hier nicht mehr viel zu sehen. So ein Zaun fehlt mir ja auch, ehrlich gesagt. So, und dann auch schon 125, die wir fahren dürfen. Das wird einmal eingestellt. So. Und dann sind wir auch schon in Sursee. Da ist er übrigens, der besagte See. Da rechts. Da fahren wir auch gleich noch ein bisschen näher dran. Also was mir hier auf der Strecke fehlt, sind ehrlich gesagt Tier-Assets. Ich weiß nicht, ob hier welche irgendwo zu sehen sind. Ich meine, die gibt es ja am TSW tendenziell schon. Aber irgendwie fehlt mir das hier gerade extremst. Einfach mal so eine Kuh oder sowas auf einem Weidefeld. So, hier rechts besagter See. Wir dürfen sogar noch schneller fahren. Auf die 160 hoch. Also auf jeden Fall auch schön hier mit Gräsern und alles, ne? Nicht schlecht. Da ist der Gegenzug. Grüßen wir einmal mit dem Horn. Okay, 4 Kilometer noch.
Was auch schön wäre, wenn hier einfach mal so an den Streckenrändern hier einfach mal so die ein oder anderen Personen verteilt werden, ne? So irgendwas, was einfach die Welt nicht so postapokalyptisch leer erscheinen lässt, sondern dass hier auch tatsächlich so ein bisschen Leben ist. Hier auf diesen Straßen an der Seite oder so ein paar Autos. Die TG hat mittlerweile den Dreh dabei echt raus, muss ich sagen. Bei deren neuen Routen sieht es halt echt schön aus, ne? Die haben das schon, die machen das mittlerweile echt gut. Okay, wir haben, glaube ich, halt zu erwarten. Ah. Genau, also hier das Vorsignal ist gelb und zeigt uns, glaube ich, eine Ankündigung auf 60 an. Weil im HUD oben rechts steht da jetzt nichts von. Das ist auch schön hier, die Farbe. Ich löse mal die Bremse aus. So, 800 Meter, dann müssen wir halten. Doch, ja. Dann war das schon eine Ankündigung auf 60. Dann nochmal runter mit der Geschwindigkeit, weil wir vermutlich noch über eine Weiche fahren. Wir wollen ja nicht entgleisen. Das ist aber auch eine Vorankündigung, oder nicht? Nee, gar nicht. Steht ja jetzt im HUD, dass ab hier auch die 60 gelten. Weil wir hier einmal links über die Weiche fahren. So, diesmal nicht über den Bahnsteig hinausschießen. War ein bisschen früher. Oh, schaut an. Seht ihr das hier oben links? Pünktlich. Pünktlich. Okay, so, weiter bremsen. Nochmal kurz auslösen, damit wir ein bisschen weiter nach vorne fahren. Und jetzt hier bündig unter der Bahnsteigsüberdachung halten. Dann haben wir unsere Fahrgäste mehr oder weniger sicher hier nach Sursee gebracht. Sieht schön aus. Sieht schön aus. Oder? Also, hier kann man, glaube ich, auch mal Urlaub machen, würde ich behaupten. Wie dem auch sei, ob jemand Urlaub macht oder nicht. Ich verlasse euch an dieser Stelle und bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.